eine spannende Nacht. Tschüss. Guten Abend. Positive Reaktionen auf die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Anti-Landminen-Kampagne. Russland will nun doch dem Minensperrvertrag beitreten. Und mehr als 140 Tote forderte der Hurrikan Pauline in Mexiko. Die Touristenmetropole Acapulco wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Mehr zu diesen Themen gleich in den Spätnachrichten bei Vox. Bis dahin. Neu für Männer. Nivea Deo Spray für empfindliche Haut. Ohne Alkohol. Neu. Der Nivea Deo Balsam als Spray. Becks präsentiert exklusiv die Joe Cocker Sail Away Tour 97. Rufen Sie jetzt an und gewinnen Sie ein Treffen mit Joe Cocker. Exklusiv von Becks. Spitzenpilsener von Welt. Mein Entschluss E+. Ich muss mit meinem Auftraggeber in Verbindung bleiben. Sie fährt los, Chef. Deshalb habe ich mich für E+ entschieden. Hinter Frankfurt. Es geht Richtung Norden. Wir sind jetzt auf Rügen. Bin noch an ihr dran. Einmal hin und zurück, bitte. Die E+-Idee. In Verbindung bleiben. Laurent Aiello gewinnt den ADAC Super Tourenwagen Cup 1997 auf Peugeot 406. Kleben Sie nicht länger an alten Vorstellungen. Von Tesa gibt es jetzt den Powerstrap. Er klebt bombenfest und geht trotzdem spurlos wieder ab. Was man ja nicht von allen Befestigungsmethoden behaupten kann. Der neue Tesa Powerstrap. Tesa, ein Stück heile Welt. Was er als Stefan nicht schafft. Wie ist dein Name? Schafft er vielleicht als Stefanie. Du kannst nicht in ein Mädchenwohnheim einziehen. Du hast deinen Schniedelwutz. Wie willst du deine morgendliche Wasserleitererklärung? Nobody's perfect. Am Samstag um 20.15 Uhr bei Vox. Die letzten Gladiatoren. Schumi, Frenzen und die Nachwuchsfahrer. Deutschland im Formel-1-Fieber. Spiegel TV Spezial am Samstag um 21.55 Uhr. Friedensnobelpreis für Anti-Landminen-Kampagne. Beschluss: Renten sollen schrittweise gesenkt werden. Unwetter: Mehr als 140 Tote nach Hurrikan in Mexiko. Guten Abend. Die diesjährige Verleihung des Friedensnobelpreises an die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen hat kontroverse Reaktionen ausgelöst. Für die Bundesregierung erklärte Außenminister Kinkel, die Wahl hätte nicht besser ausfallen können. Russland erwägt nun doch, der Konvention gegen Antipersonenminen beizutreten. Die USA dagegen, das stellte Präsident Clinton klar, bleiben bei ihrem Nein zum Minensperrvertrag, den Ende Dezember in Ottawa mehr als 100 Staaten unterzeichnen wollen. Der große Augenblick. Ein Sprecher des Nobelpreiskomitees tritt vor die internationale Presse. Das Komitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis 1997 in zwei gleichen Teilen zu vergeben. Empfänger sind die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen und deren Sprecherin Jody Williams. Vor 5 Jahren hatte die Amerikanerin mit dem Aufbau der weltweiten Organisation begonnen. Inzwischen gehören mehr als 1000 Initiativen aus 60 Ländern zu dem Verband. Eines habe ich während meiner Arbeit gelernt. Landminen zeigen wie kaum eine andere Waffe die brutale Tragweite des Krieges. Minen gehören zu den grausamsten und heimtückischsten Waffen, die in Kriegen eingesetzt werden. Jedes Jahr werden weltweit rund 26.000 Menschen durch Minen getötet. Mehr als 100.000 werden zumeist schwer verstümmelt. Ganze 5 Mark kostet eine Mine. Ihre Räumung dagegen im Schnitt 1.700 Mark.
Weltweit liegen nach Schätzungen rund 120 Millionen Sprengkörper vergraben. In Afghanistan oder Angola sind ganze Landstriche regelrecht minenverseucht. In Deutschland wird die Anti-Minen-Initiative durch Medico International vertreten. Die Organisation engagiert sich besonders für Kurdistan und Nicaragua. Ja, also ich denke, dass die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen, die den Preis erhalten hat, jetzt umso mehr fordern wird, was getan werden muss, nämlich also diesen Vertrag zu universalisieren, den Ottawa-Vertrag, das heißt, dass alle Länder beitreten. Mehr als 100 Länder wollen sich bereits dem Vertrag von Ottawa anschließen. Darin verpflichten sich die Unterzeichner zum Verzicht auf die Herstellung und Verwendung von Landminen. Der Friedensnobelpreis, so hofft jetzt die Initiative, soll endgültig die internationale Anerkennung sichern. Die Rentenreform ist beschlossene Sache. Der Bundestag verabschiedete am Nachmittag mit den Stimmen der Koalition die umstrittenen Pläne von Bundesarbeitsminister Blüm. Danach soll das Niveau der Renten ab dem Jahr 1999 schrittweise gesenkt werden. Von der Opposition wurde das Vorhaben heftig kritisiert. Sozialminister Blüm verteidigt im Bundestag noch einmal sein umstrittenes Reformprojekt. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Allerdings, Sie können nur lachen, wenn Sie die Hände in den Schoß legen, nichts machen, dann ist sie unsicher. Wegen der steigenden Lebenserwartung der Menschen gäbe es einen enormen Handlungsbedarf, so Blüm. Nach den Beschlüssen soll deshalb das Rentenniveau ab dem Jahr 1999 von derzeit 70 langsam auf 64% des Durchschnittseinkommens sinken. Außerdem sollen die Invalidenrenten reformiert und gekürzt werden. Gute Nachricht dagegen für viele Frauen. Kindererziehungszeiten sollen zukünftig stärker bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden. Die Reform insgesamt soll bewirken, dass die Rentenbeiträge in Zukunft nicht noch weiter ansteigen. Da der Bundesrat nicht zustimmen muss, steht dem Inkrafttreten der Reform nichts im Wege. Trotzdem will sich die SPD nicht geschlagen geben. Und ich sage Ihnen voraus, erhält die SPD einen Regierungsauftrag, wird dieses Gesetz nicht in Kraft treten. Wir werden es abschaffen, meine Damen und Herren. Dressler lehnte auch einen zweiten Entwurf der Regierung ab. Nach den Plänen der Koalition sollen die Rentenbeiträge außerdem um einen Prozentpunkt heruntergesetzt werden, um die Lohnnebenkosten abzusenken. Finanziert werden soll dies mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1%. Da der Bundesrat in diesem Fall zustimmen muss, kann die SPD dies mit ihrer Mehrheit in der Länderkammer blockieren. Kinderschänder sollen in Zukunft härter bestraft und nicht mehr so schnell vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Experten der Koalition verständigten sich darauf, die Höchststrafe für schweren sexuellen Missbrauch von 10 auf 15 Jahre zu erhöhen. Sicherheitsverwahrung soll für Sexualtäter zukünftig schon nach dem ersten Rückfall angeordnet werden. Der Mordfall Hinze ist trotz der Geständnisse der beiden mutmaßlichen Täter offenbar noch nicht abgeschlossen. Die Berliner Zeitung berichtet unter Berufung auf Polizeikreise, der 20-Jährige sei möglicherweise in Drogengeschäfte mit den Kidnappern verstrickt gewesen. Hinze soll den beiden Russen 150.000 Mark geschuldet haben. Die Ermittler haben bislang aber noch keine Hinweise für eine derartige kriminelle Verbindung. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft geht immer noch eher von einer Zufallsentführung aus. Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen liegen weder Anhaltspunkte noch Hinweise dafür vor, dass das Opfer Matthias Hinze die Tatverdächtigen kannte, in Beziehung zu den Tatverdächtigen stand. Wir haben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass er in irgendwelche Drogengeschäfte verwickelt oder verstrickt war. Die Polizei geht bislang weiterhin davon aus, dass Matthias Hinze am 14. September die beiden Russen dabei ertappt hatte, wie sie den Wagen seiner Eltern stehlen wollten. Daraufhin sei der 20-Jährige spontan gekidnappt worden. Warum die beiden vorbestraften Männer Hinze dann sterben ließen, ist unklar. Im kongolesischen Brazzaville ist es erneut zu schweren Kämpfen zwischen Cobra-Milizen und den Regierungstruppen gekommen. Die Milizen von Ex-Präsident Denis Sassou Nguesso konnten den Flughafen der Stadt einnehmen. Der amtierende Präsident Pascal Lissouba räumte ein, dass der Verlust des Flughafens das militärische Kräfteverhältnis zu Ungunsten seiner Regierungstruppen verschiebe. Allerdings sei nur eine Schlacht und nicht der ganze Krieg verloren. Lissouba hält sich momentan zu Beratungsgesprächen bei Präsident Laurent Kabila in der benachbarten Kongo-Republik auf. Unmittelbar neben ihrem Gesprächsort, einem Hotel in Kinshasa, explodierte eine angeblich aus Brazzaville abgefeuerte Granate. Die Städte Brazzaville und Kinshasa sind nur durch den Kongo-Fluss getrennt.
Einen Tag nach dem Sturz der italienischen Regierung haben die Kommunisten am Abend dem zurückgetretenen Ministerpräsidenten Prodi einen sogenannten Pakt für ein Jahr vorgeschlagen. Kommunistenchef Bertinotti will Staatspräsident Scalfaro unterbreiten, eine Übergangsregierung mit den bisherigen Amtsinhabern noch ein Jahr zu tolerieren. Prodi, der nach einem Streit mit den Kommunisten um den Sparhaushalt 1998 zurückgetreten war, äußerte sich skeptisch zu diesen Plänen. Der Hurrikan Pauline hat an der südmexikanischen Pazifikküste schwere Verwüstungen angerichtet. Nach starken Regenfällen ertranken bei Überschwemmungen mindestens 145 Menschen, mehr als 100 von ihnen im Badeort Acapulco. Unter den Dutzenden Vermissten sollen auch drei deutsche Urlauber sein. Acapulco und die Umgebung sind zum Katastrophengebiet erklärt worden. In der Touristenmetropole am Stillen Ozean bot sich ein Bild des Grauens. Heftiger Regen führte zu Überschwemmungen, die Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse. Die Wassermassen und der Schlamm spülten Fahrzeuge wie Spielzeugautos fort. Das Telefonnetz und die Stromversorgung brachen zusammen. Der Hurrikan war mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern in der Stunde über Acapulco hinweggerast. Rund 6000 Soldaten und etliche freiwillige Helfer suchten die Nacht über nach Toten. Viele Opfer wurden in der Bucht von Acapulco angespült. Die meisten konnten bislang nicht identifiziert werden. Zehntausende Menschen wurden binnen weniger Stunden obdachlos. Die überstürzt eingerichteten Notunterkünfte boten jedoch nur wenigen Platz. Pauline ist der verheerendste Hurrikan, seit der Wirbelsturm Gilbert vor 9 Jahren über Mexiko in der Karibik tobte. Damals kamen 450 Menschen um. Experten schließen nicht aus, dass die Wucht, mit der sich Pauline jetzt in Mexiko austobte, auf das Wetterphänomen El Niño zurückzuführen ist. El Niño ist eine Klimaerscheinung, die alle paar Jahre in den Wochen vor Weihnachten wiederkehrt. Ungewöhnlich warme Meeresströmungen in Südostasien und Südamerika führen zu erheblichen Wetterschwankungen. Seit einiger Zeit beobachten die Experten nun dieses Phänomen auch zu anderen Jahreszeiten. Eine starke Wassererwärmung vor der Pazifikküste Südamerikas hatte bereits im Winter 1982-83 Wirbelstürme, Waldbrände und Dürre verursacht. In Kalifornien an der Universität von San Diego beschäftigen sich Klimaexperten seit längerem mit dem Naturphänomen El Niño. Ausgelöst wird es durch die Verschiebung warmer und kalter Meeresströmungen im Pazifik. Die seit Jahren bekannte Folge: schwere Wirbelstürme wie jetzt in Mexiko. Auffallend ist aber, dass El Niño in kürzeren Abständen auftritt, inzwischen alle 3 bis 4 Jahre und heftiger wird. Wir nähern uns Ausmaßen an, wie wir sie 1982-83 hatten. Das Wasser im östlichen Teil des Pazifiks ist schon jetzt bis zu 4 Grad wärmer als gewöhnlich. Wie hier an der kalifornischen Küste verursachten El Niño-Stürme vor 15 Jahren schwerste Verwüstungen. Die Forscher befürchten, dass es diesmal die Pazifikregion noch schlimmer treffen könnte. Denn ein Ende der Erwärmung des Meerwassers von Südamerika, aus dem die Stürme ihre Kraft schöpfen, ist nicht abzusehen. El Niño hat zwar großräumige Auswirkungen, Konsequenzen für Europa, insbesondere für Deutschland, sind aber nicht zu befürchten. In Deutschland sind noch keine Auswirkungen nachgewiesen. Damit will ich nicht behaupten, dass es keine Auswirkungen gibt. Aber wenn es sie gibt, dann sind sie so locker mit dem El Niño verknüpft, dass man es nicht nachweisen kann. Für die Fischer der Pazifik-Anrainerstaaten führt die Wassererwärmung durch El Niño langfristig aber zu negativen wirtschaftlichen Folgen. Vor Kalifornien hat sich das Meer durch veränderte Strömungen schon um 5 auf 15 Grad erwärmt. Zu warm für viele Speisefischarten. Auch der Thunfischfang ist rückläufig. Wie es weitergeht, weiß niemand. Experten schließen nicht aus, dass das Phänomen El Niño Jahre andauern könnte. 2 Menschen sind in Norddeutschland durch Unfälle, die vom Sturmtief Ursula verursacht wurden, ums Leben gekommen. Die Böen erreichten Windstärke 10. Auf der Nordseeinsel Helgoland sitzen 300 Fährpassagiere in Notunterkünften fest. Auch die nachfolgenden Tiefs Wanda und Xenia bringen Orkanböen. Das Bundesamt für Seefahrt warnt vor einer Sturmflut und der Deutsche Wetterdienst gab eine Unwetterwarnung für den Norden heraus. Die Wetterdaten im Einzelnen. Morgen zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt. In Norddeutschland treten Schauer auf. Sonst fällt nur selten Regen. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad. An der Nordsee werden Böen mit Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern erwartet. Für die kommenden Tage gilt vor allem eines: Es wird kälter. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 1000 Meter. Im Norden Regen und das bis mindestens Dienstag. Im Süden wird es etwas freundlicher, doch auch hier nur Höchstwerte um 12 Grad.
Es waren die Spätnachrichten bei Vox. Aktuelle Meldungen wieder um 18 Uhr. Bis dahin Ihnen eine gute Nacht, einen schönen Start ins Wochenende und auf Wiedersehen. Giftzwerg. Keine Nervensäge. Und ihr nicht einmal Ruhe geben. Papa ist ein Knackfrost. Typisch deine Kinder. Ah ja, meine Kinder. Stinker. Du stinkst, na 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 na. Wo ist mein Spielzeug? Da komme ich jetzt nicht ran. Lass mich scheiden. Ruhe da hinten oder ich gehe dazwischen. Super Urlaub. Sie hörten Urlaub 96 in einem herkömmlichen Auto. Sie sahen Urlaub 97 in neuen Megane Scenic. Der neue Megane Scenic, der Mega Minivan. Coltrane, the longest drink in the world. Bei mir funktioniert ein Kredit so. Man leiht sich Geld von Papa. Und gibt jeden Monat ein bisschen zurück. Oder auch mal viel. Papa macht das jetzt auch so wie ich, bei seinem Jeep. Der Citibank Sofortkredit ist flexibel, macht flexibel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mhm. Und das ist grün und sieht ganz toll aus. Grün? Und es hat leuchtend rote Augen. Und einen großen, breiten Mund. Und lange schwarze Haare. Schwarze Haare? Mhm. Nichts ist unmöglich. Der neue Corolla. Die Entdeckung. Toyota. Jill. The New Fragrance by Jill Sander. Gemacht. Nur noch halbe Kontoführungsgebühren. Meiner Bank habe ich es heute mal wieder so richtig gezeigt. Schließlich zahle ich ja schon genug für Kreditkarte und Telefonbanking. Wenn Sie mal Hilfe brauchen in Sachen Bank, rufen Sie mich doch einfach an. Ihre Hose ist nass. Kostenlose Kontoführung, Telefonbanking und Visa-Fotocard. BFG, die mit dem kostenlosen Gehaltskonto. Entdecken Sie eine neue Welt. Republik, wo alles einmal begonnen hat. Manche Dinge glaubt man erst, wenn man sie sieht. Zum Beispiel den Preis für ein so gut ausgestattetes Auto wie den neuen Rover 414i. Ab 25.900 Mark. Rover, a class of its own. Meine Mama sagt, nur eine Rotofritteuse kann mit ganz wenig Öl ganz leckere Pommes machen. Und das Öl geht ganz einfach raus. Meine Mama hat eine Rotofritteuse von De'Longhi. Und deine? Die Rotofritteuse von De'Longhi. 100% Geschmack bei nur 50% Öl. Weiß. Ich will ein Weiß, das schnell deckt. Und das ich nicht rieche. Ich will Alpina-Weiß. Das perfekte Weiß. Lösemittelfrei. Riecht nicht. Deckt perfekt. Alpina Weiß. Europas meistgekaufte Innenfarbe. Party für 10! 229229. Jetzt neu! 229229. Wähle 229229. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind Connor McCloud. Geboren in dem Clan der McClouds in Glenfinnan. An den Ufern von Lockshee. Sie im Jahr 1536. Und ich kann nicht sterben. Und haben seither die Welt durchwandert. Highlander 3. Die Legende. Am Sonntag um 22:20 Uhr. Das Top-Movie bei Vox.